Detailansicht und Funktion des Volksempfängers VE301 DIN-W. Aufgrund der detaillierten Bilder empfiehlt es sich, dieses Video in der HD oder besser 4K-Variante anzuschauen. Rechtlicher Hinweis zu NS-Symbolen mit Bezügen zum Dritten Reich. Der Autor dieses Videos distanziert sich von jeglichem rassistischen, religiösen, nationalistischen, antisemitischen oder anderswertig motivierten Extremismus. Nach § 86 Strafgesetzbuch und § 86a Strafgesetzbuch ist es in Deutschland verboten, öffentlich in Wort und Bild Symbole und Vereinigungen von verfassungswidrigen Organisationen zu propagieren. Dieses Verbot gilt jedoch nicht im historischen und dokumentarischen Kontext, worauf sich der Autor dieses Videos beruft. Joseph Goebbels erkannte schon sehr früh die Macht des Wortes, um damit die Massen zu beeinflussen. Der neu aufkommende Rundfunk war das ideale Medium dafür. Das Problem war aber, dass die Geräte noch sehr teuer waren, beziehungsweise es gab keine fertigen Geräte, sondern es waren nur Einzelteile zu erhalten, die vom Endbenutzer selbst zusammengebaut werden mussten, teilweise auch abgestimmt werden mussten, was sehr kompliziert war. Seine Idee war, ein fertiges Gerät zu sehr günstigen Preisen zu produzieren und für die Massen tauglich zu machen. Der Grundstein für die NS-Propaganda. Anfang 1933 wurde der Elektroingenieur Otto Griesing damit beauftragt, ein Gerät zu entwickeln. Ein Radio, das mit möglichst wenig Bauteilen auskommt, aber trotzdem einen leistungsfähigen Empfang hat. Es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert und im August 1933 wurde auf der 10. großen deutschen Funkausstellung in Berlin von Goebbels persönlich den sogenannten Volksempfänger vorgestellt. Die Typenbezeichnung VE301 soll an die Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 erinnern. Um die Produktionskosten möglichst gering zu halten, wurden die Geräte von verschiedenen Firmen als Gemeinschaftsproduktion produziert. Das heißt, der Volksempfänger wurde von verschiedenen Firmen identisch produziert, mit nur sehr geringfügigen Unterschieden. Um zu verhindern, dass die Bauteile anderswertig genutzt wurden oder auf dem Schwarzmarkt verkauft wurden, wurden alle teuren Komponenten wie Transformatoren, Drehkondensatoren, Röhren vor allem und der Lautsprecher mit den Symbolen des NS-Rundfunks gekennzeichnet. Der Volksempfänger VE301 kostete zu Anfang noch 68 Reichsmark. Da der Preis des Volksempfängers für einige Menschen oder sehr viele Menschen immer noch zu hoch war, wurde 1938 der deutsche Kleinempfänger DKE entwickelt. Dies war möglich durch die weitere Entwicklung der Röhrentechnik und das Entwickeln einer sogenannten Verbundröhre, also eine Röhre mit mehreren getrennten Röhrensystemen im selben Glaskolben. Die Verbundröhre hieß VCL11. Sie enthielt zwei Röhrensysteme, nämlich eine Triode, die als Audion und Vorverstärker fungierte, sowie eine End-Tetrode für die Ansteuerung des Lautsprechers. Als Gleichrichterröhre wurde die VY2 eingesetzt. Diese beiden Röhren waren sehr günstig zu produzieren und legendär ist auch ein Konstruktionsfehler der VY2, auch bei der VY1, nämlich das Kathodenfähnchen war zu dünn ausgelegt. Es bestand immer die Gefahr, dass wenn die Röhre schon geheizt war und wieder eingeschaltet worden ist, dass der Ladestrom des Kondensators so hoch war, dass das Kathodenfähnchen durchgebrannt ist. Man musste immer darauf achten bei der VY1 und 2,
dass die Röhre komplett abkühlt, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wurde. Der DKE konnte jetzt für 35 Reichsmark produziert werden, fast die Hälfte des Preises für den Volksempfänger. Und dies wurde angenommen. Somit wurde die Basis der Radiohörer extrem vergrößert und der Grundstein für die NS-Propaganda wurde gelegt. Im Volksmund hieß der DKE auch Goebbels Schnauze, weil das Programm war die Reden von Goebbels. Das Konzept ist aufgegangen. Die Basis der Hörer wurde vervielfältigt zu günstigen Geräten und es gab eine Gleichschaltung. Das heißt, alle Sender im Reich mussten die wichtigsten Reden und Ansprachen des Führers und sowie von Goebbels gleichzeitig übertragen. Das ist das, was damals Gleichschaltung genannt wurde. Passend dazu gab es auch ein Werbeplakat von AEG im Gleichschritt mit unserer Zeit. Rundfunkgeräte. Das war eine Anspielung auf die Gleichschaltung der Sender. Der VE301 Dyn war im Gegensatz zum DKE bereits ein Luxusgerät. Es gab zum einen einen großzügigen, großen, dynamischen Lautsprecher für eine sehr gute Tonqualität, daher auch der Zusatz Dyn für dynamischen Lautsprecher. Was das genau bedeutet, kommen wir gleich zu. Es gab eine richtige Skala, die beleuchtet war. Es gab drei Bedienelemente von links nach rechts. Der linke Knopf ist die Einstellung der Lautstärke, der mittlere ist die Einstellung des Senders und der rechte Knopf ist für die Rückkopplung. Die beiden Schalter sind jeweils für ein Aus- und Umschalten zwischen Mittelwelle und Langwelle. Es ist übrigens ein Gerücht, dass der Volksempfänger absichtlich so konstruiert wurde, dass keine ausländischen Sender empfangen werden konnten. Das ist falsch. In der Anfangszeit gab es sehr wohl Antennenadapter, um andere Arten von Antennen anzuschließen. Es gab sogar offiziell Zusatzgeräte, die an der Seite angesteckt werden konnten. Erst mit dem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg war es verpönt und auch bei Todesstrafe verboten, ausländische Sender zu hören. Dort wurden aber trotzdem sehr viele Modifikationen gemacht, um zum Beispiel gezielt BBC zu hören. Diese wurden allerdings so gemacht, dass sie von außen nicht sichtbar waren, beziehungsweise die Skalen wurden falsch eingestellt, sodass der Schein gewahrt wurde, dass ein deutscher Sender eingestellt war, obwohl in Wirklichkeit ein anderer Sender aktiv war. Die Rückseite bestand aus der typischen Pappmaché-Wand, die ein typisches Bild der Röhrenradios abgab, das bis zum Ende der 60er Jahre so fast unverändert geblieben ist. Auf dieser Rückwand war die Kurzanleitung des Gerätes selber, die Typenbezeichnung, die Position von Sicherungen sowie die Röhrentypen und wo die Röhre eingesteckt wurde. Weiterhin waren die Anschlüsse für die Antennen. Und ganz wichtig, ob das Gerät für Wechsel oder für Gleichstrom geeignet war. Und natürlich der obligatorische Hinweis, Netzstecker ziehen und vor Nässe schützen. Das Gerät selbst bestand aus Bakelit und der VE301 Dyn hatte an der Seite keine Anschlüsse mehr. Die älteren Varianten des Volksempfängers hatten seitlich doch Antennenanschlüsse. Das heißt, der Anschluss der Antenne, der jetzt auf der Rückseite des Gerätes ist, war früher an der Seite und dort konnten die besagten Adapterboxen angesteckt werden. Auch der Boden ist komplett geschlossen. Man sieht nur noch die drei Schrauben, die die Elektronik selbst halten. Dies ist eine Großaufnahme der beleuchteten Skala,
gemäß dem damalig gültigen Wellenplan. Und ein extra Service für Sammler und Restauratoren. Oft kommt die Frage auf, wie sieht der Stoff aus? Hier ist jetzt die Großaufnahme des Original-Lautsprecherstoffes. Und natürlich auf der Innenseite des Gerätes die obligatorischen Logos und Stempel der Hersteller. Auf der linken Seite ist der Produktionscode des Herstellers und auf der rechten Seite der obligatorische Reichsadler mit dem Reichsrundfunksymbol. Das ist der Komplettschaltplan des Volksempfängers VE301 Dün. Das Gerät selbst ist, wie gesagt, sehr einfach aufgebaut mit möglichst wenig Komponenten, aber trotzdem für einen guten Empfang. Er besteht im Prinzip nur aus einem Audion mit einer Rückkopplung, einem NF-Teil und dem Netzteil. Zur Erklärung der einzelnen Komponenten kommen wir gleich. Im Hochfrequenzteil wurde die AF7 eingesetzt. Die AF7 ist der Nachfolger der AF3. In älteren Varianten des Volksempfängers wurde die REN 904 als Audionröhre eingesetzt, die allerdings als Triode nur einen sehr schwachen Verstärkungsfaktor hat. Die AF7 erreicht eine maximale Verstärkung von 2000, also Faktor 2000, was mit gezielter Rückkopplung auch ausgenutzt werden kann. Allerdings, die AF7 in diesem Fall ist von Telefunken und hat die Telefunkenkrankheit. Hochfrequenzröhren wurden meistens mit einer metallisierenden Farbe beschichtet, um die Röhre selbst weiter abzuschirmen. Die Telefunkenvariante dieser Farbe hatte das Problem, dass sie Wasser aufgesogen hat und im Laufe der Jahrzehnte durch die Luftfeuchtigkeit aufgequollen ist und somit abgeblättert ist. Andere Hersteller haben dieses Problem interessanterweise nur sehr viel geringer oder überhaupt nicht. Auf der rechten Seite ist die Gitterkappe zu sehen für das erste Steuergitter. Innerhalb dieser Kappe ist integriert ein Widerstand und ein Kondensator, um Schwingungen zu reduzieren. Als Niederfrequenz-Endröhre wird die RES 164 eingesetzt. Sie erreicht eine Sprechleistung von ungefähr 3 Watt, was für einfache Radios ausreichend ist. Die RES 164 hat ein zweites Leben, nämlich als AL1. Die AL1 nutzt exakt dasselbe System. Der einzigste Unterschied ist, dass der fünfpolige Europasockel ausgetauscht wurde durch den achtpoligen Außenkontaktsockel. Ansonsten enthalten beide Röhren das exakt selbe System mit exakt selben technischen Daten. Hinzuzufügen ist noch, dass die RES 164 eine direkt geheizte Pentode ist. Als Gleichrichterröhre wird die RGN 1064 eingesetzt. Die RGN 1064 ist eine Zwei-Weg-Gleichrichterröhre, wird aber im VE301 nur als Ein-Weg-Gleichrichterröhre benutzt. Und auf allen Röhren, die speziell für den Volksempfänger konzipiert waren, beziehungsweise vom Propagandaministerium zur Verfügung gestellt wurden, steht groß drauf: Einzelverkauf unzulässig, nur für den Volksempfänger. Die Koppelantenne innerhalb des VE301 besteht aus 4 Luftspulen. Die Lautstärkeregelung wird dadurch erreicht, dass eine dieser Spulen mit Hilfe des Reglers weggeklappt werden kann. Also das heißt, je weiter die Spule weggeklappt ist, umso leiser ist der Empfang. Man sieht den Schalter S1. Dieser macht die Umschaltung zwischen Langwelle- und Mittelwellebereich.
indem einfach die Kapazität der Spule, also die Induktivität, vergrößert oder erniedrigt wird, um entsprechend mit dem Kondensator einen Schwingkreis zu bilden. Natürlich muss auch die Antenne an die Erdung und an die Antenne selbst angeschlossen werden, um einen vernünftigen Sender empfangen zu können. Hier sieht man die fest montierten drei rechten Spulen und ganz unten sieht man die jetzt komplett heruntergeklappte Koppelspule zur Hauptantenne. Im nachfolgenden Video wird gezeigt, wie sich diese Konstruktion bewegt. Das Netzteil ist sehr einfach aufgebaut. Auf der rechten Seite sieht man den Transformator mit der Primärwicklung für 220, 130 und 110 Volt, die damals am meisten verbreiteten Wechselspannungen. Das sagt auch der Zusatz in der Typenbezeichnung aus, W, W für Wechselstrom. Es gab auch G und GW, nämlich G für Gleichstrom, für Gleichstromnetze und GW sowohl für Gleichstrom als auch für Wechselstromnetze. Das Gerät konnte intern umkonfiguriert werden, nämlich wenn ich als Gerät im Gleichstromnetz betrieben habe, wurde die Gleichrichterröhre entfernt und mit einer Brücke ersetzt. Und wenn ich das Gerät am Wechselstromnetz betrieben habe, habe ich die Gleichrichterröhre gesteckt und entsprechend den Lastwiderstand angepasst für die Wechselspannung. Sekundärwicklungen gibt es nur zwei Stück. Zum einen die Anodenspannung und die 4 Volt Heizspannung. Die 4 Volt Heizspannung wird für alle Röhren benutzt, sowohl für die direkt geheizten Röhren, also die RS164 sowie die RGN1064, während die AF7 indirekt geheizt ist, sowie für die Skalenlampe. Auffällt auch, dass die RGN 1064 als Einweg-Gleichrichterröhre betrieben wird. Die beiden Anoden sind komplett parallel geschaltet. Und es fällt der Begriff Feldspule auf. Normalerweise wird eine Drossel eingesetzt. In diesem Fall wird es als Feldspule bezeichnet. Wieso? Diese Feldspule erzeugt das Magnetfeld im Lautsprecher. Zur damaligen Zeit waren Permanentmagneten extrem teuer und nicht sehr gut zu produzieren in größeren Mengen. Deshalb hat man damals das Magnetfeld für den dynamischen Lautsprecher dadurch erzeugt, indem ich praktisch das Magnetfeld durch die Drossel erzeugt habe, mit der ich meinen Gleichstrom möglichst gut stabilisiert habe. Man sieht innerhalb des Schaltplans, die Drossel ist mit 5 Kiloohm Innenwiderstand angegeben. Es gibt sowohl einen 4 Mikrofarad Kondensator davor und danach, sowie einen 450 Ohm Widerstand zur Masseleitung. Dieses wirkt dann als RC-Glied, um nochmal eine weitere Glättung der Gleichspannung zu erzeugen. Elektrolytkondensatoren waren damals sehr teuer und mit diesem Kunstgriff hat man es geschafft, eine möglichst stabile Spannung zu erzeugen, mit möglichst wenig Rauschen. Wobei Rauschen in diesem Fall das 50 Hertz Netzbrummen meint. Der Hochfrequenzteil ist sehr klassisch beschaltet. Es ist ein einfaches Audion mit einer Rückkopplung. Man sieht auf der linken Seite den 320 PF-Drehkondensator, mit dem die Resonanzfrequenz der Spulen eingestellt wird. Darüber sieht man einen 100 PF-Kondensator parallel mit einem 2 Megaohm-Widerstand. Diese beiden Komponenten sind in der
Gitterkappe verbaut, wie vorhin zu sehen war. Diese sorgen dafür, dass Schwingungen innerhalb des Gitters und der Röhre unterdrückt werden. Diese würden zu Pfeifgeräuschen innerhalb der Röhre führen. Das Raumladegitter der AF7 ist mit einer stabilisierten Gleichspannung belegt, sowie das Bremsgitter ist direkt mit der Kathode verbunden. Die Anode führt zum einen auf die linke Seite zu einem 180 PF-Drehkondensator. Das ist der Kondensator, den man am Frontpanel auf der rechten Seite gesehen hat. Mit diesem wird eine zweite Spule innerhalb des Spulenkerns betrieben und dieser sorgt für die Rückkopplung. Mit der Rückkopplung kann ich den Verstärkungsfaktor der Röhre optimal einstellen. Das heißt, dass ich für jeden Senderwechsel auch die Rückkopplung wieder anpassen muss. Der 10NF-Kondensator auf der rechten Seite des HF-Teils koppelt die demodulierte NF-Frequenz aus. Das heißt, der Hochfrequenzteil des Signals bleibt auf der linken Seite zurück und in die RS-164 geht nur der niederfrequente Teil des Signals. Die Gleichrichterröhre sowie die RS-164 wurden entfernt. Man sieht jetzt in der Bildmitte den 320 PF-Drehkondensator sowie dahinter den Antrieb für die Skala. Sowie etwas versteckt durch die AF7 die Koppelspule für die Antenne. Zu sehen ist die Antriebsachse für die Skala sowie vorne dran noch ein Teil des Drehkondensators. Man sieht auf der Achse die Feder, mit Hilfe des der Faden gespannt wird, der den Zeiger gleichmäßig bewegt, der anzeigt, welche Frequenz gerade eingestellt ist. Der Niederfrequenzteil mit der RES-164 ist auch sehr klassisch beschaltet. Man sieht, wie gesagt, den 10NF-Kondensator, über den das demodulierte Signal eingespeist wird. Er ist über einen insgesamt 2,2 Megaohm Widerstand, Gitterableitwiderstand mit der Masse verbunden und befeuert damit direkt das Steuergitter der Röhre. Die RS-164 ist wie gesagt direkt geheizt. Der blaue Rahmen umschließt ein sogenanntes Entbrummpotty. Damit hat man das Kathodenpotenzial innerhalb des Fadens etwas zur positiven oder negativen Seite verschoben und konnte damit den Netzbrumm etwas ausgleichen. Das hat nur sehr leidig funktioniert. Ich muss dazu sagen, bei allen Röhren ist die Heizspannung nicht richtig eingezeichnet. Also die AF7 hat überhaupt keine Heizspannung eingezeichnet. Die RAS hängt ein bisschen in der Luft und nur die RGN-1064 hat die direkte Heizspannung durch den Trafo. Alle anderen beiden Röhren hängen parallel zur 4 Volt Glühbirne. Das Raumladegitter der RES-164 ist auch mit einer positiven Spannung beschaltet. Sie wird stabilisiert durch den 100NF-Kondensator. Die Anode geht direkt durch einen NF-Überträger, zu dem parallel ein 5NF-Kondensator liegt.
ebenfalls um Störungen zu reduzieren. Und das Ganze geht direkt zur positiven Anodenspannung des Netzteils. Der RF-Überträger ist deshalb dafür da, die Röhre selbst arbeitet wie fast alle Röhren. Ich habe eine hohe Spannung, aber einen niedrigen Strom. Für Lautsprecher, also dynamische Lautsprecher, brauche ich aber umgekehrt. Ich brauche eine geringe Spannung, aber einen hohen Strom. Und der RF-Überträger konvertiert als Transformator diese beiden Faktoren. Und der Ausgang des RF-Trafos hängt direkt am Lautsprecher. Wie schon gesagt, der Lautsprecher ist ein dynamischer Lautsprecher. Und somit wird das Magnetfeld durch die Feldspule erzeugt, die innerhalb des Netzteils die Betriebsspannung stabilisiert. Bei modernen Lautsprechern ist dort ein Permanentmagnet. Noch ein letzter Hinweis zur RAS 164. Das Bremsgitter ist mit der Mittelanzapfung des Kathodenfadens verbunden. Die RAS ist sehr direkt geheizt. Und innerhalb der Röhre ist der Heizfaden in der Mitte abgegriffen und wird geführt zum Bremsgitter. Dieses Konstrukt ist bei sehr vielen direkt geheizten Röhren zu finden, auch bei den späteren Stiftröhren, dass das Bremsgitter immer die Mittelanzapfung der Kathode ist. Das ist die Innenansicht des VE 301. Fangen wir mal unten an. Ganz unten links ist das messingfarbene Entstörpotty für die RAS 164. Daneben das Typenschild von Siemens und daneben die Antennenstecker. Darüber die drei Röhren, also von links die RGN 1064, die RAS 164 und zum Schluss die AF7, die sich langsam abhellt. Darauf, wie ein Pilzhut, ist die Kappe für das Steuergitter. Ich sage jetzt nicht zum dritten Mal Anodengitter, ist das Steuergitter. Dahinter sieht man den großen dynamischen Lautsprecher. Auf der linken Seite des Lautsprechers sieht man den RF-Überträger mit dem im Schaltplan eingezeichneten 30 Kilo-Ohm Widerstand sowie die Zuführung in Schwarz, die die Drossel, also die Feldspule, befeuert. Und der rote und der gelbe Draht sind die Zugänge zum Lautsprecher selbst, also für das NF-Signal. Hinter der RAS 164 ist der Drehkondensator zu sehen und die Scheibe, die den Faden für die Skala spannt. Hinter der RGN 1064 sieht man den Transformator für die Netzspannung. Und hinter der AF7 versteckt sich die Kopplung für die Antenne. Eine Detailansicht vom Lautsprecher. Natürlich mit omnipräsenten Reißadler. Zu sehen ist die Spule, die die Membran bewegt. Darunter die zwei schwarzen Zugänge, die ist die Feldspule, die das Magnetfeld erzeugt. Auf der Mittelseite sieht man den gelben und den roten Draht, der das NF-Signal zuführt vom NF-Überträger, der in der Mitte zu sehen ist, sowie auf der linken Seite sieht man die Oberansicht und sieht auch unten die Skalenlampe, die am Lautsprecher befestigt ist. Eine Großaufnahme des NF-Überträgers. Zu sehen ist auch, dass der Schaltplan lügt. Der im Schaltplan eingezeichnete 30 Kilo-Ohm Widerstand ist in Wirklichkeit nur ein 28 Kilo-Ohm Widerstand. Man sieht es auch die beiden dunkelbraunen Zugänge
zur Feldspule. Sowie der Zugang zur Elektronik, der die Primärwicklung des NF-Überträgers befeuert. Eine Großaufnahme des Netztransformators, wieder mit obligatorischem Reißadler, Reißrundfunk. Man sieht die Schmelzsicherung sowie auf der linken Seite die Möglichkeit, 220 Volt, 110 Volt und 130 Volt als Primärspannung einzustellen. Das geht über das Lösen einer Schelle. Auf der rechten Seite ist zu sehen die Rückseite des Drehkondensators, sowie rechts oben ist die Skalenlampe zu sehen. Einen etwas besseren Blick auf den Drehkondensator mitsamt des Rades, welches den Faden für die Skala bewegt und spannt, um den eingestellten Sender anzuzeigen. Man sieht oben drüber die Skalenlampe, sowie wieder auf der rechten Seite hinter der Röhre den festen Teil der Antenneneinkopplung. Großaufnahme des Drehkondensators mitsamt des Rades, um den Faden zu spannen, und auch der Spannfeder, die ungefähr mittig auf der linken Seite ist. So, danke fürs Zuschauen und wie immer, fast wie immer, einen kleinen Gag am Schluss. In diesem Fall ist es eine antike Elektronenröhre von 1922 mit Namen PCF 80. Der Verkäufer hat anscheinend mehrere antike Röhren von 1922 im Angebot und leicht zum Schmunzeln und bis bald.